Hallöchen, liebe Freunde. Wir sind hier gerade dabei, dem Ulfric Bescheid zu geben, dass wir hier Falkenring befreit haben. Und das werden wir jetzt auch mal eben... Haben wir Falkenring wirklich befreit? Ja, oder? Wir haben eigentlich nur Festung Neugrad eingenommen, aber wenn das schon Falkenring heißt, dann werde ich mich dann nicht querstellen. Also, Ulfric, gib an. Kann ich euch dienen, Zuhörer? Nee, nicht du. Hallo, nicht du, hab gesagt. Ich gehöre euch, Herr. Ich weiß nicht. Ich bin stolz, dass wir Falkenring vom Kaiserreich befreien konnten. Na, ich auch. Auf vielerlei Art ist es das Herz und die Seele von Himmelsrand. Ganz zu schweigen von seiner strategisch günstigen Lage. Manche Brüder nennen euch inzwischen Knochenbrecher, wegen eurer Wildheit und Entschlossenheit. Wow! Passender Name. Also werden wir euch jetzt alle so nennen. Cool. Der Krieg verlangt uns so vieles ab. Und wir geben ihm und dem Volk alles, was wir haben. Aber etwas habe ich doch behalten, um es euch als Anerkennung zu geben. Bitte nehmt dies im Namen aller Brüder und Schwestern. Und ich brauche fähige und loyale Krieger in meiner Nähe. Darum möchte ich euch eine Heimat in Windhelm bieten. Sprecht mit meinem Vogt, der alles in die Wege leiten wird. Ich glaube, das werden wir gleich sogar machen. Was ist unser nächster Schritt gegen das... Das habe ich gekriegt, Vulkanglasschwert. Was ist unser nächster Schritt gegen das Kaiserreich? Begebt euch in unser Lager in Reach. Sie brauchen dort jeden fähigen Kämpfer, den sie bekommen können. Reach. Halo Reach. Verstanden. Geht mit den Göttern. Dankeschön. Ich trage zu viel. Okay, okay. Wenn ich zu viel trage, dann muss was weg. Ach, das war bei Waffen das Vulkanglasschwert, ne? Das Elfendurch zum Beispiel, den Elfendurch, Elfenschwert des Feuers. Spitzhacke brauche ich noch eigentlich. Oh, das Ding wiegt viel und ist nichts wert, das kann mal weg. Den behalte ich auf jeden Fall, der ist, kann noch wichtig werden. Das kann ich eigentlich auch wegschmeißen, das brauche ich gar nicht. Zorn des Roten Atlas brauchen wir auf jeden Fall noch. Na komm, wir sind im Moment ganz okay. Also wir können im Moment so leben. Oh, gerade ging das hier... Naja, egal. Ich habe nichts gesagt. Palast der Könige. Wir wollen also Reach befreien. Das ist doch eine gute Idee. Machen wir. Humpf, humpf, humpf. Windhelm. Eine Stadt ist befreit, dann können wir jetzt die nächste befreien. Da ist immer noch das mit Jorgen Windrufer, das sollte ich mal vielleicht wegmachen. Gespalten Türme, geht's denn von da aus am schnellsten? Das ist ja dann hier runter, dann da lang und das wäre von... Okay, das ist viel zu weit weg. Bei gespaltenen Türme ist doch das mit dem roten Adler, oder? Ich könnte es ja eigentlich rein theoretisch nochmal versuchen. Damit, ich habe ja jetzt Gehilfen mit mir. Ich bin besser im Schleichen geworden. Hi Bob, übrigens. Kann den Assassinengeist beschwören und Fußrodar machen. Fußro meine ich. Dann werde ich jetzt erstmal... Nein, nicht das. Kann ich das irgendwie... So, das ist das ja gar nicht. So, das bleibt so. Dann komm mal mit, wir werden es mal versuchen. Von der anderen Seite verriegelt. Hä? Ich hab das doch mal schon gemacht, oder nicht? Komisch. Hä, 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 hä? Stehe ich nicht. Hab ich das nicht schon gemacht? Aufgeschlossen? Komisch. Naja. Ich ignoriere die FPS. Einfach ignorieren.
Ich will aber immer stehen bleiben und dann... Oha, was ist denn hier los, ey? Wo muss ich überhaupt lang? Leute. Falsch hier. Also muss ich da rum. Ja, ist das alles egal. Schneller reiten einfach. Mir ist das vollkommen wurscht. Wie komme ich denn jetzt hier runter? Habe ich mich da irgendwie geirrt? Alter! Ich fliege übrigens. Geile Slow Motion. Komme ich hier runter? Ja, dieses... Das Spiel checkt das gar nicht. Ja, toll. Sieht wahnsinnig toll aus mit dieser FPS. Könnte meinen, das ist Absicht von mir. Bom. Ganz toll, Spiel. Und jetzt bist du wieder natürlich auf ganz oben, die FPS. Ja, super. Jupp, jupp, jupp. Ich werde jetzt nur gucken, ob es immer noch laggt und wenn ja, dann breche ich die Aufnahme ab. Das war letztens doch auch nicht so. Warum ist das denn auf einmal wieder? Was stört denn da jetzt so ungemein? Jetzt lädt das wieder so Ewigkeiten. Ich cut mal bis dahin, bis ich wieder spiele. Also ist nur um zu gucken, ob es immer noch laggt. Und ihr seht's ja. Ach, Moment geht's, klar, aber genau jetzt wird's wieder abkacken gleich. Solange ich mich nicht bewege, funktioniert das Ganze auch. Die FPS ist... Na, es geht doch nicht. Wenn irgendwas von außerhalb kommt, das mich irgendwie stört, kackt sofort ab. Und da das in Skyrim die ganze Zeit so ist, guck, sobald ich mich nur einmal bewege, ist es auch direkt wieder... abkacken. Guck, es war lange Zeit gar nichts, aber sobald die... Lange Zeit, okay, was willst du meinen, aber... Ich kann auch nicht gegen die Wölfe kämpfen. So. Besonders wenn ich sprinte. Wie ihr seht. Aber ein Hirsch. Nom nom nom. Ich habe sowieso jetzt eine SMS bekommen, von daher. Ach Gott. Ich sehe, dass die Aufnahme wieder so super läuft. Ich würde gerne wissen, woran das liegt. Liegt das vielleicht irgendwie an irgendwelchen Einstellungen oder so? Ich guck mal eben. Sichtweite Gegenstände, Sichtweite Personen mal ganz runter machen. Dialoguntertitel und so mache ich auch mal wieder raus. Komm schon, lass mich das machen. So. Vielleicht beim Gameplay noch was. Das sind schwebende Marker übrigens. Keine Ahnung. Vibration, was bringt mir das? Meine Maus kann ja wohl schlecht vibrieren. Audio.
Wird aber wahrscheinlich wenig helfen, ne? Ja, das dachte ich mir. Durch diese Lecks kommen auch diese Spikes zustande, dass mein Pferd auf einmal ganz woanders ist. Und gar nicht... Ja, jetzt könnte ich sterben. Weil ich so lange Lecks habe, denkt das Spiel irgendwie, ich hätte dementsprechend viel Fallzeit. Hup. Das Spiel checkt zu spät, dass ich falle. Wie man sehen kann. Es bringt nichts, so weiter zu spielen. Ich muss irgendwas anders konfigurieren und so, aber es geht so nicht. Ja, ich sehe schon, da kommen schon Gegner. Buchturmschanze. Aber das klappt so nicht. Tut mir ehrlich leid, ich werde anscheinend jetzt erstmal nicht mehr Skyrim spielen, solange bis ich das in den Griff gekriegt habe. Das ist also nur ein, so gesehen, ein Infovideo für euch gewesen. Das, um euch zu informieren darüber, dass mein Skyrim irgendwie gerade gar nicht funktioniert. Ich weiß nicht, warum es scheiße läuft. Es tut mir echt leid. Ja, aber mir geht der Spielspaß einfach dabei so verloren. Und das ist doch, worauf es ankommt. Dass wir Spaß beim Spielen haben. Ich und ihr auch, als meine Zuschauer. Aber, was bringt denn das mit dieser FPS? Ich kann so nicht spielen. Ich muss irgendwie gucken, dass ich meinen PC irgendwie anders mache oder konfiguriere oder irgendwas einstelle, sodass es wieder klappt. Weil wir hatten das mal auf dem Zustand, dass es flüssig, die ganze Zeit flüssig geht. Ich würde gerne diesen Zustand wiederherstellen können. Und bis dahin wird dann wahrscheinlich erstmal keine Skyrim-Folge mehr rauskommen. Aber ihr werdet natürlich von mir weiterhin Videos kriegen. Sprich, wie heißt's? Ich habe schon geklickt und er hat es immer noch nicht realisiert. Ah doch? Nee, ja. War nur irgendwie zu dumm, dafür das zu realisieren. Ich klicke jetzt. Genau jetzt. Das Spiel reagiert nicht. Ich drücke nochmal. Aha, okay. Das habe ich wenigstens gespeichert. Auf jeden Fall, die Videos werden... Es werden trotzdem noch Videos kommen. Zwar nicht mehr von Skyrim, aber ich werde dann wahrscheinlich öfter mal Isaac aufnehmen. Und das dann nicht mehr als Runs hochladen, sondern... wie heißt... Also doch schon als Runs aufnehmen, aber nicht mehr als Runs rausbringen, sondern in zwei oder drei Teile dann schneide. Damit ich für jeden Tag immer was habe für euch. Ein bisschen Isaac oder ein bisschen... oder einen ganzen Run mal Isaac oder ein bisschen DayZ kommt natürlich dann auch noch raus, hoffentlich. Also ja, ich weiß nicht, ich muss da irgendwas konfigurieren und das dient jetzt nur als Information für euch. Das regt mich ganz schön auf, das hört man wahrscheinlich auch, aber ich kann das macht mir so keinen Spaß und ich werde jetzt erstmal gucken, woran das liegt, werde da hoffentlich was ändern können. Und dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge Skyrim, die dann hoffentlich gut wird. Wieder. Man sieht sich. Tschüss.